MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Könnte aber auch ein MAN sein. Und was haben wir? Volvo, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das ist ein Volvo. War ein Volvo tatsächlich. Okay. Man sieht das hier und da echt schlecht. Man gibt sich zwar Mühe, das zu erkennen, aber nicht immer klappt das. Ja, ich hoffe, die Vielfalt an Rennsimulationen gefallen euch jetzt hier auf GamerTV. Gas Guzzlers alleine, das rockt ja das Game, das ist der Hammer. Ich weiß leider noch nicht, wie es euch gefällt, weil jetzt, wo ich hier gerade rede, wird auch, glaube ich, die erste Folge Gas Guzzlers hochgeladen, beziehungsweise war schon eine hochgeladen. Deshalb weiß ich noch nicht eure Reaktionen darauf. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die brachial geil sind, weil das Spiel einfach geil ist. Und ich habe sehr viel Spaß damit, also das werdet ihr auf jeden Fall in den Parts hören. Das verspreche ich euch. Ist auf jeden Fall angenehm ruhig hier, ne? Wenn man das mal so sieht. Ist richtig chillig. Wir können ja nochmal, auch wenn es relativ ungewünscht ist, aber wir nehmen jetzt einfach mal hier wieder so ein Dubstep. Ja, Dubstep, Drum and Bass, Dubstep, genau. So. Play. Kommt da was? Genau, da kommt ja was. Zumindest ein bisschen im Hintergrund, ein bisschen Musik, dass es jetzt nicht so laut ist, dass man mich halt deutlich versteht, das Spiel immer noch hört und ein bisschen Musik, wenn es mal leiser ist. Natürlich muss ich darauf achten, dass die Musik nicht zu laut ist, dass die Leute von der GEMA da irgendwie Geld abzwacken wollen. Beziehungsweise das Video sperren, das ist ja das Erste, was sie machen. Ich glaube noch nicht mal, dass sie Geld wollen, ich glaube eher, dass sie dann alles abzwacken werden. Die sperren erstmal fleißig das Video. Dann haben die ja erstmal einen großen Erfolg. Was natürlich total asozial wäre, ne? Also. Das wäre echt scheiße. So, was ich hier vor mir habe, ist auch sehr scheiße, meiner Meinung nach. Weil damit habe ich jetzt eigentlich lange Zeit nicht gerechnet. Aber wie man sieht, kommt es auch im ETS 2 vor, dass man wahrscheinlich zwischendurch mal stehen bleiben muss. Leider. Obwohl jetzt gerade ist gut fließender Verkehr. Sieht gut aus. Nochmal Glück gehabt. Puh. Da haben wir aber nochmal richtig Schwein gehabt. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass wir da sehr lange stehen. Aber das Spiel hat mich eines anderen belehrt. Zum Glück war es nicht so. So, wie sieht's aus? Nächste Tankstelle. Wow. Das ist richtig weit weg, die nächste Tankstelle. Aber das sieht mir aus, dass wir gleich auf die Autobahn fahren, oder? Bin ich jetzt falsch? Da vorne fahren wir da auf irgendeine Autobahn. A47, glaube ich. Ja, und wenn wir auf der Autobahn sind, ist das Thema mit Tanken eh kein Problem mehr, weil wir sehr schnell vorankommen. Ich gebe zwar jetzt auch Gas ohne Ende, weil wir haben... Huch! Ja, ein Foto schießen wollte ich jetzt nicht. Wir haben noch... Moment, wo war's? Da. Eine Stunde 48 Minuten Zeit anzukommen. Also bis zur nächsten Tankstelle. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir es locker schaffen, aber... So. Oh wei. Das nenne ich mal eine Steigung. Das sieht klasse aus.
So. Wir gähnen schon, das ist nicht so prickelnd. Ich muss gerade mal was hören, Moment. Das nenne ich mal nervig. Also irgendwo wird gebuddelt. Das ist so lautstark, dass ich das durch die geschlossenen Kopfhörer immer höre, dass sie die Schaufel aufsetzen. Schon irgendwie nervig. Ja, ab Mittwoch. Also der Moment. Welcher Mittwoch ist es? Der 16. Oktober geht es jetzt los mit den Bauarbeiten in der Küche. Für die Leute, die mich nicht auf Facebook geliked haben, könnten es ja gerne tun für mehr Informationen zu meiner Küche. Das ganze Thema ist sehr groß umfasst und habe ich auch großräumig auf Facebook besprochen. Mit Bildern und allem. Also jeder, der einen Facebook-Account hat, kann gerne dort mal liken. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Genau wie meine Webseite, wo ihr auch den kostenlosen Newsletter abonnieren könnt, wo ich euch immer mit Informationen versorge, falls es etwas gibt, womit ich euch informieren kann. Boah, war aber ein langer Satz, hä? So, möge langsam, aber sicher die Tankstelle kommen. Nicht zum Tanken brauchen wir sie. Ah, in 700 Metern ist sie da, wunderbar. Verschenken wir zwar eine Stunde, aber das macht jetzt auch nichts mehr. Oh, die ist aber auf der anderen Seite. Ah nein, hier, das ist die, wo man so ewig lang rechts fahren muss. Also wir fahren jetzt erstmal diesen mega Umweg, wie immer. So ein 200 Metern rechts. Wo bleibt sie denn? Da kommt sie ja. So. Gehen wir mal komplett vom Gas runter. Hier kann man aber schön locker mit 90 km/h durchfahren, ne? Also hier meckert keiner, hier schreit keiner, wir sind zu schnell. Das gefällt mir. Da wir jetzt einmal hier sind, werde ich natürlich direkt mit tanken. Also ist ja irgendwo logisch, ne? So. So, einmal voll tanken bitte. Liter. Ist nicht wenig, finde ich. So, dann parken wir mal hier hinter, würde ich sagen. Ja, den nehmen wir. Wenn dann das Parkzeichen mal kommen würde. Dankeschön. So. Jetzt heißt es natürlich, in der Nacht fahren. Das ist nicht so prickelnd. Es war ausgegangen. So. Schalten wir mal vorsichtshalber auf Fernlicht. Nicht, dass ein Reh auf die Straße läuft. Lustig ist ja auch, man kriegt in der Fahrschule gesagt, man solle doch bitte so oft wie es geht mit Fernlicht fahren, ohne einen zu blenden natürlich. Da habe ich mir gedacht, so, okay, coole Sache. Aber es ist natürlich schwer, die ganze Zeit Fernlicht anzuhaben, meiner Meinung nach. Weil immer wieder mal einer relativ komisch ankommen kann. Um die Ecke und wird dann geblendet und fährt dann wahrscheinlich geradeaus, anstatt in eine Kurve rein. Es kann alles passieren und ist schon oft genug sowas vorgekommen. Und daran möchte ich nicht schuld sein. Deshalb werde ich, glaube ich, so wenig wie es geht mit Fernlicht fahren und einfach langsamer fahren. Ich glaube, das ist einfach die bessere Methode von beiden. Die Musik gefällt mir. Auch wenn sie nur leise im Hintergrund tuckert, ist es eigentlich ganz angenehm. Man muss nicht immer laut Musik hören, man kann nur mal leise im Hintergrund etwas Gemütliches hören. Auch wenn das jetzt ein bisschen in Richtung Dubstep gehen soll, aber ich glaube eher weniger.
Ach ja. Und es ist kalt geworden in Aachen. Also wir haben jetzt momentan, Moment, ich aktualisiere mal kurz das Wetter. So, Wetter lädt. Huch. So. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter jetzt so mittlerweile ist. Ich musste gerade WLAN erstmal anmachen. Jetzt hat er natürlich die falsche Verbindung noch. So, jetzt nochmal suchen. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Na, jetzt sucht er GPS, okay. Naja, was soll's. Dran ändern kann ich jetzt auch nichts. Ja, doch, dürfte klappen. Von der Zeit her, dass wir jetzt pünktlich sind, sollte eigentlich hinhauen. Sonst muss ich halt gucken, dass ich entweder Möglichkeit 1 etwas schneller fahre, Möglichkeit 2 einfach durchfahre. Mit dem hohen Müdigkeitsfaktor, aber ich glaube, das wäre eher die dümmste Idee, die ich machen kann. Ich guck mal, dass ich 100 fahren kann. Hat geklappt. Wir haben momentan tatsächlich nur 9 Grad und wir haben mittags. Und das ist viel zu wenig, meiner Meinung nach. Da hätten locker noch 10 Grad mehr sein können. 19 Grad wäre perfekt. Wäre angenehm und so. Aber 9 Grad ist schon kalt. Ist recht, weil wir ja momentan dadurch, dass die Küche ja Schrott ist, keine Heizung haben, weil da der Heizboiler steht zum Heizen. Das sind so Sachen, die mich ein bisschen ankotzen. Aber okay, es muss gemacht werden, sonst liegen wir irgendwann im Keller. Und das wäre nicht so praktisch, wenn man gerade beim Kochen ist. Weil man stürzt ja am schnellsten und danach kriegt man hier die ganzen Geräte schön auf den Schädel geprallt. Und dann ist man, glaube ich, relativ schnell tot oder so schwer verletzt, dass ich nicht mehr laufen könnte, gehen könnte oder sonstiges. Von daher, einfachste zu machen ist, Küche neu machen, fertig. Ja, und das passiert nun jetzt, ne? Es hat sau viel Arbeit, was soll man machen? Das Schlimmste finde ich ja nur, dass das nicht sau viel Arbeit ist, sondern auch mit sau viel Dreck zu tun hat, ne? Also, ihr müsst euch vorstellen, der ganze Boden wird abgetragen, die Dielen, die da drunter sind, bedeutet, die Holzdielen müssen raus, der Putz muss raus, ja, die Wolle, die da zur Dämmung drin ist, muss raus. Alles muss so weit raus und es ist sehr, sehr viel Dreck, was anfallen wird. Naja, drumrum werden wir nicht kommen, aber okay, was soll ich machen, ne? Wow, mein Fräuschen hat geschrieben. Jetzt muss ich kurz antworten. Während der Fahrt sollte man zwar nicht mit dem Handy spielen, das haben wir schon oft genug im ETS gehabt, aber meine Güte, das kriegen wir locker hin. So, fahren wir kurz hier auf die Spur, dann ist das praktischer. Jetzt muss ich aber rüber. So, jetzt fahren wir schon mal richtig. Ja, Schatz, falls du dieses Let's Play sehen solltest, ich grüße dich natürlich. Ich bin so glücklich, dass ich diese Frau habe, Leute, das glaubt ihr gar nicht, ja. Auch wenn man zickig ist und so, das ist sowas von scheißegal. Also, wenn man sich in eine Frau verliebt hat, dann ist das einfach bam, in your face, so gesehen. Und das ist einfach geil, ein sehr geiles Gefühl. Und ich bin so happy. Ja, alles läuft eigentlich soweit gut, außer der Scheiß jetzt mit der Küche. Aber sonst geht's eigentlich gut. Doch, ja. Neum, scharfe Rechtskurve. Die überwinden wir locker. Oh, da war der Handy-Akku. Oh. Nur noch 15% Handy-Akku. Das reicht aus.